Ja, moin Leute, herzlich willkommen. So, mir ist die Idee gekommen, das hatten wir in der letzten Folge schon so ein bisschen ansatzweise gemacht. Und das werde ich jetzt nochmal ausprobieren. Denn wenn einer Block auf den anderen drückt, dann ist der untere, glaube ich, langsamer. Ich weiß nur nicht, bin mir nur nicht sicher, ob das auch bei klein und groß ist. Wenn der jetzt nach unten drückt und der jetzt langsamer ist, oh ja. Und dann können wir nämlich, ja. Okay, das müssen wir jetzt hier auch machen. So leicht ist es denn eigentlich. Das hatten wir letzte Folge gerade noch so, hatte ich da das mal getestet. Und das ist die Lösung scheinbar. Und dann haben wir wieder was dazu gelernt. So, also. Und er hier nach rechts. Ah, dann waren sie nicht gleichzeitig genug. Vielleicht können wir die auch, vielleicht müssen wir auch gar nicht gleichzeitig mit denen rüberlaufen, sondern wir können die stoppen und so, wenn sie alles abdecken. So, das probiere ich mal eben aus. Und dann drücken wir den nämlich nach hinten. Ah, das wird schwierig. Vielleicht müssen wir doch gleichzeitig mit denen durchlaufen. Ah. Und ich glaube, der rechts ist nämlich auch an dem vorbei. Ja, ja. Ne, das müssen wir gleichzeitig. Oh Mann, das wird ja lustig. Naja, mehr als sterben können wir nicht. Das ist das Gute. Ja, vielleicht hätte ich hinterherlaufen sollen, ne? Das wäre eine Maßnahme gewesen. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Na. Na. So. Halten wir den mal an. Jetzt müssen wir uns das genau anschauen. Yes! Und schnell weiter. Und Checkpoint. Oh, ich dachte, ich schaff's nicht. Irgendwann kommt man denn drauf, ha? So, was haben wir hier jetzt wieder? So, das ist Checkpoint. So, bevor hier irgendwas passiert. Das sieht ja jetzt im ersten Moment nicht so schwer aus. Okay, das ist natürlich doof. Den brauchen wir schon hier bei uns. Jetzt runter. Ach, sag mir nicht, dass wir den, während er runterfällt, hierher schicken müssen. Das ist ja super. Okay. Haben wir denn... Aha, wir können es verlangsamen. Okay, okay, okay. Da könnte es mit klappen. Ach, so schnell können wir aber gar nicht schießen, ne? Weil die muss ja erstmal nachladen. Das ist ja blöd. Ist ja unpraktisch, ne?
Und erst jetzt könnten wir wieder schießen, ne? Ha. Uncool. Aber so schwer kann es nicht sein, weil viele Möglichkeiten haben wir ja nicht. Und wir haben hier zwei. Interessant. Interessant. Ja, das sieht man natürlich erst dann, wenn man mal genauer hinguckt. Jetzt haben wir genug Zeit. So, ob das schon reicht? Oder ob das vielleicht ein bisschen zu heftig ist? Ich habe Angst vor dem hier. Dass der uns dann da von dem runterschubst. So, Achtung, Highspeed. Uncool. Uncool. Okay. Also. Anders. Wir müssen den oberen so ein bisschen verschieben. So, das ist besser. Und jetzt probieren wir es nochmal. Und jetzt haben wir nach dem Versinken vielleicht mehr Zeit. Oh je, ich hoffe, wir kommen hier an der Konsole vorbei. Sieht gut aus. Okay, alles gut. Da haben wir sie wieder. Wie kommen wir hier weiter? Aber wir sind schon mal hier drüben, das ist schon mal etwas. Jetzt möchte ich hier natürlich nicht runterfallen. Ob wir da rüberspringen können? Also. Würde ich ja glatt ausprobieren, ne? Oder die kommen einfach hier zu uns. Beide. So, und jetzt nach oben. Okay. Wunderbar. Das ist doch schon mal vernünftig. Checkpoint. So. Jetzt müssen wir gucken. Oh, ist das nicht schön. Was bewegt sich denn hier? Bewegen wir uns? Vermutlich, ne? So, da wollen wir durch. Da ist so eine... Oh. Okay. Hoppla. Okay, müssen wir so machen. Wir holen uns mal einen von denen hier. So. Komm mal her, Kollege. Ja, der ist ein bisschen widerspinstig. So, Richtung Boden. Dann können wir den nämlich ein bisschen schieben. Ja, ein bisschen kann noch. So. Das war jetzt wahrscheinlich zu viel. So.
Und jetzt kommt der hier runter. Und jetzt drücken wir den hoch. Also den drücken wir jetzt erstmal nach hinten an die Wand. Und der jetzt hoch. Und das wird jetzt ein bisschen dauern. Na, lieber nicht. Nachher sterben wir noch. So, so viel Zeit haben wir. Komm, kräftig jetzt. Ah, stetig. Ja, steter Tropfen hüllt den Stein. Wie heißt es so schön? So, und wenn der nämlich dann das da oben hängt, dann können wir den nämlich stoppen. Und dann müssen wir nur noch die Laser wegkriegen. Weil hier wird jetzt gleich die Tür aufgehen. So. Der bleibt da jetzt schön hängen. So, das gleiche müssen wir eigentlich nur noch mit dem anderen machen, ne? So schwer kann es ja nicht mehr werden. So, und dann einmal zu uns. Wir drücken den dann jetzt hier ein bisschen gegen. Und dann noch den anderen. Sogar fast richtig. So, das wird ein bisschen schneller gehen, weil der obere ja ein bisschen kleiner ist als eben. Und dann sind wir hier auch durch. Also das war jetzt nicht so schwer, der zweite Teil hier. Well done! The public loves you! Und damit haben wir es geschafft. Sehr schön. Also, da sind wir ganz gut durchgekommen bis hierhin. Also der Raum mit den Lasern, den wir in der letzten Folge hatten, der war bisher am schwierigsten. Ne, am Anfang dieser Folge hatten wir den schon, ne? Jetzt bin ich schon ganz durcheinander. So, mal gucken, was wir noch so bekommen. Sind die tödlich? Sind tödlich. Aber wir haben ja sowieso den Arschloch, das Arschloch. Den Dreifachmörder. Wo müssen wir denn hin? These terrorists, some of your friends, Dalek? Don't relate me with that crap. I'm in this circus because of them. Whatever you say. So, also ist richtig der Publikumsliebling hier. So, was passiert, wenn wir hier so... Ist der weg? Und da steht Exit. Ist das da rechts dann? Nee. Ich habe keinen Schimmer. So, den müssen wir wieder runterholen hier, den. So, soweit, so gut.
Die Frage ist nur, was haben wir jetzt hiervon, dass wir hier drin sind? Der schafft uns ja nicht hochzukriegen, ja? Das ist das Problem. Mit viel Hüpfen. Ah, vielleicht doch. Ah. Passiert nicht viel, ne? Wir brauchen noch einen zweiten. Frage ist nur, woher? Meine... Was sollen diese Anzeigen überhaupt? Hat doch auch irgendwas zu bedeuten. Nicht mal stetig, dass wir hochkommen. Definitiv zu fett. Ach komm, als ob. So, ich muss mal kurz was gucken. Ob hier irgendwo etwas ist, weil das sieht ja auch komisch aus. Da ist ein Block drin. Den brauchen wir. Wie kriegen wir den da raus? Wie kriegen wir den da raus? Und wo genau ist er? Wo genau ist er? Ich sehe ihn nicht. Wie kriegen wir den da raus? Ich spring eben nochmal. Ich guck mal. Wenn wir hier genau mittig sind. Okay, nicht genau mittig, sondern etwas weiter nach hinten. Ich guck noch eben nochmal. Also wenn wir hier hingucken, dann rechts. Okay. Also ungefähr hier so. Da in dem Fach. Nur wie sollen wir da rankommen? Eieieiei. Ach, komm schon. Mist. Wie sollen wir es machen? Don't touch the liquid. Ja, das ist schon klar. Und hier ist sonst keiner mehr, oder wie? Aus dem Nachbarraum vielleicht. Oh, Entschuldigung. Das Blöde ist halt nur, wenn wir hier jetzt auf diesen Block raufspringen, dann fallen wir doch... Okay, dann fallen wir doch komplett runter. Das war jetzt doof gesprungen.
Oh, doch nicht. Huch! Scheiße! Wie soll das denn funktionieren? Jetzt kommt es auch nicht noch auf Geschicklichkeit drauf an, oder wie? Ist ja uncool. Wenn ich auf einen Block drauf bin, dann muss ich doch das machen, damit er hochkommt, ne? Ja. Warum stürzt der so krass ab? Das finde ich jetzt doof. Okay, dann müssen wir den anderen vielleicht so dazwischen. Schnell genug, sodass der nicht mehr absinkt. Also, dann schieben wir den mal genau dahin, wo der andere ungefähr ist. Das müsste hier so sein. Und dann müssen wir nur noch vernünftig springen. So, machen wir in der nächsten Folge, Leute. Also, ein kurzes Päuschen und morgen geht's hier weiter. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Und dann werden wir es hoffentlich schaffen, weiterzukommen. Bis dann.